Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um den Fiotech G5 Gimbal, der in so einem schönen Case kommt. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr diesen Gimbal kalibrieren könnt. Ich benutze den Gimbal zusammen mit dieser kleinen Actionkamera, der Eperman 80. Und das passt soweit alles ganz gut. Nur kann es passieren, wenn der Gimbal gestartet wird, dass dann sich das hier nicht hundertprozentig gerade ausrichtet. Und es kalibriert sich nur über eine Software, die man auf der Homepage runterladen kann. Und die deutsche Bedienungsanleitung gibt es leider nicht. Es gibt nur diese englische Bedienungsanleitung. Und da steht das leider nicht drin, wie das genau funktioniert. Und am Anfang besteht halt die Schwierigkeit, dass man keine Verbindung herstellen kann mit dem Gimbal über dieses mitgelieferte USB-Kabel. Und das möchte ich euch heute zeigen, wie das funktioniert. Dafür müsst ihr auf die fiotech.com-Seite gehen. Ich verlinke das natürlich in meinem Video. Und da könnt ihr dann letztendlich die notwendige Software runterladen. Ich werde das jetzt mal gleich tun. So, wenn man dann auf der Startseite gelandet ist, dann kann man hier auswählen den Gimbal von der Actionkamera. Das ist hier der G5. Ja, ist wirklich alles ganz schick gemacht. Mit dem Video. Bei den Sprachen kann man hier leider auch nur Englisch auswählen oder eine asiatische Sprache wählen. Man scrollt hier runter und dann findet man hier die Downloads. Und das ist die wichtigste Seite. Letztendlich gibt es hier die Software, die für das Kalibrieren des Gimbals notwendig ist. Als erstes laden wir uns mal den USB-Treiber für Windows runter. Und gleichzeitig können wir uns hier die Gimbal Setting Version 1.1 Operation Instruction runterladen über Download. So. Dann lassen wir uns das in den entsprechenden Ordner anzeigen. So, das sind diese zwei hier. Die werde ich jetzt mal in ein extra Verzeichnis reinlegen. Wenn ihr die dann runtergeladen habt, dann müsst ihr sie entsprechend auspacken. Zum Beispiel die mit dem 7-Zip. Warum die Dateibezeichnungen hier so merkwürdig sind, das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Auch das RAR-Verzeichnis lässt sich wunderbar mit 7-Zip auspacken. So. Dann geht ihr auf USB Drive for Windows. Dann müsst ihr schauen, welches System ihr habt. Also Windows 10 funktioniert ohne Probleme. Ich habe 64-Bit System. So, das heißt, ich gehe hier auf die Anwendung, mache einen Doppelklick. So, dann der ganz normale Installationsprozess. Ihr könnt euch hier schon mal den Treibernamen merken, fertigstellen, okay. Nachdem ihr das gemacht habt, nehmt ihr die zweite Software. Das ist nämlich jetzt hier die eigentliche Software, um es zu kalibrieren. Hier ist auch noch mal eine Bedienungsanleitung, allerdings auf Englisch. Bevor wir die jetzt hier aber starten, müssen wir einmal in die Systemsteuerung gehen. Und zwar hier wirklich in den Gerätemanager. Und wir müssen uns hier merken, gleich, unter welchem COM-Anschluss dieser Gimbal aufgeführt wird. Dafür nehmen wir den Gimbal. Da wir den Gimbal nachher anschalten müssen, ist es wichtig, dass wir die Kamera hier in den Gimbal einbauen. Das ist immer ein bisschen fummelig, aber
Letztendlich hält es. Dann kann man das hier befestigen, weil der Gimbal kann sich nur kalibrieren, wenn auch tatsächlich das Gegengewicht der Kamera drin ist. So. Gut. Im Moment ist alles ausgeschaltet. Man legt es vorsichtig ab. So, dann nimmt man das USB-Kabel und verbindet die zwei Sachen. Dafür gibt es hier diesen Stecker, den man dann entsprechend mit dem USB-Kabel verbinden kann. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Mini-USB- oder Micro-USB-Stecker. Die zwei verwechsel ich immer. Richtig reinstecken, diese rote Lampe leuchtet und auf dem Laptop bei mir wurde auch sofort angezeigt, dass hier eine USB-Driver-Verbindung stattfindet. Und jetzt muss man in den Gerätemanager gehen und sich die Anschlüsse angucken. Und da geht es um den Silicon Lab CP210X USB to UART Bridge COM6. Wichtig ist, dass man sich jetzt hier diese COM6 merkt, weil damit verbindet sich letztendlich dann auch die Software. Wenn man diese Information sich gemerkt hat, dann kann man entsprechend die Konfigurationssoftware starten mit einem Doppelklick. So sieht das dann aus, dieses kleine Fenster. Und ich erinnere nochmal daran, dass man die richtige COM auswählt. Das war in dem Gerätemanager zu sehen. Das war hier die COM6. Dann stellt man das ein, wird auch angezeigt. Und die Baudrate von 115.200 lässt man einfach so bestehen. So, draufdrücken, bis es grün leuchtet, loslassen. So, Gimbal hat sich gestartet. Entsprechend hat sich das hier kalibriert. Jetzt können wir den Gimbal schon mal wieder hier auf den Tisch stellen. Es passiert nichts, auch wenn der Gimbal angeschaltet ist. Klicken hier in der Konfigurationssoftware auf Open. Dann zeigt mir der unten an Read Parameter Success. Letztendlich hat er jetzt die Parameter ausgelesen, wie der Gimbal hier tatsächlich kalibriert ist. Und gehe in dem Moment auf Start. So, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, die Parameter einzustellen. Das heißt, bei mir ist der Gimbal gerade ausgerichtet, aber über Roll und Pitch. Das heißt, einmal in der Bewegung und in der Bewegung kann ich den Gimbal jetzt entsprechend ausrichten. Bei mir sind das 25 und 64. Das muss aber jeder individuell für sich feststellen. Das heißt, hier einfach schauen, wie sich das verändert. Über Plus und Minus kann ich entsprechend das ausrichten. Man merkt das auch sofort, dass der Gimbal dann live sich verändert. Dann gehe ich auf Save und dann habe ich letztendlich die Parameter gespeichert und der Gimbal ist neu kalibriert. Somit konfiguriert ihr euren Gimbal und könnt, wenn ihr zum Beispiel eine andere Actionkamera reinhängt hier in die Vorrichtung und der Gimbal hat vielleicht wieder eine leichte Neigung, könnt ihr das ganz ohne Probleme machen. Dauert circa 5 Minuten und euer G5 ist letztendlich dann sofort wieder einsatzbereit. Das war's schon wieder. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!